Warte mal. Ein hinterm Kopf, Horizont und ein, was? Mumpi. Ein Schluck und fertig. Ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Fummel zum Gang tun. Auf geht's. Toller Jahrgang. Und jetzt los. Yes! Oh Fuß, yeah! Nice! Okay. Ruhiger werden, wir haben jetzt Goal. Danach Elysium, okay. Nur wie? Okay, dann los. Nach oben. Ha, du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und holy, ich dachte, shit. Du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal, die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Okay. Wo starten wir? Ich weiß nicht, wo wir starten. Oder sind wir jetzt P1? Nein. Was sind wir denn jetzt? Alle Nudelrezepte zu lesen. Ja, super. Ich weiß ja nicht mal genau. Losfahren. Oh. Wäre schön gewesen. Dann nehmen wir den auch nochmal. Okay, war dezent falsch. Der gelbe war schon richtig. Der rote wohl noch nicht. Was? Warte mal, wo ist denn jetzt abgegangen? Einmal noch, weil ich frage mich nicht sicher, wo wir jetzt abgegangen sind. Grün. Wir müssen grün nochmal ändern, okay. Okay. Den grünen. So. Fuck. Den roten ändern. Dass wir mit dem Zier fahren. Warte. Ja. 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 Nein. 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 Dann müssen wir jetzt noch einmal den gelben ändern. Jetzt muss es aber funktionieren.
Es geht gar nicht anders. Was? Hä? Nee. Gelb kann's nicht sein. Ich will das aber lösen. Weil ich nämlich so diese Überspringen-Option, aber ich will das lösen. Wir kommen von da. So. Wenn wir jetzt hier nach grün fahren, ne? Also hier grün lang. So. Dann fahren wir jetzt hier runter zum roten. Warte, was ist, wenn wir jetzt hier einmal gelb ändern? Zack. Wenn wir jetzt hier runterfahren. Hier so. Warte. Testen. Natürlich. Ja, klar, wieder grün. Ach, wisst ihr was? Wir überspringen das jetzt. Tut mir leid, aber... Ja. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt, ich messe auch etwas. Die Jungs? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs? Es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte. Mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... Ja, nice. Hey, ich lebe noch. Ha, so schnell kriegt man mich nicht klein. Man nennt ihn Rufus. Bam, bam, bam. Ist okay. Man nennt ihn Rufus. Ba, ba, ba. Rufus, Rufus. Boah, und was für ein Ausblick. Die untere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich habe es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast. Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na, willst du lieber langweilig getragen werden oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Ja. Weiß. Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen. Liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach, dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Dann werden wir dies doch mal direkt machen. Hebel. Upsi. Hebel.
Die Schalter verstellen die Lichter. Da 3 und auf der anderen Seite 1. Haben wir jetzt den Hebel mit dabei? Aha, 1 aus, 2 an. Ich komme der Sache näher. 3 und 3, 6, oder? Einmal. Die Maschine hat wohl keine und keine. Was, wenn ich Quersummen bilde? Junge. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Es sind alles Primzahlen. Ich komme schon noch drauf. Das hier gab's schon mal. Es sind alles Primzahlen. Ich muss binär denken. Wie willst du das machen, du Vogel? Du kannst ja nichts. Das hier gab's schon mal. Ich muss binär denken. Ich komm schon noch drauf. Was, wenn ich Quersummen bilde? Ich komm schon noch drauf. Ich muss binär denken. Ich komm schon noch drauf. Wir kommen da schon noch drauf, ja. Hey! Was zum ein Stecker? Och nö. Nicht wirklich, oder? So einfach kann es. Mann! Halt doch die Fresse. Ein Hebel. Jetzt steht er auf Kalz. Ah! First Goal. Sardellenautomat. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich genau... Der Gourmet... nur auf den Stock abgesehen. Lecker. Kaugummiautomaten? Ein Kaugummi. Was? Ich will einen Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Funktioniert aber. Dann schauen wir jetzt mal vorne. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Ach, die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Oh ja. Was haben wir denn hier? Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben. Natürlich. Beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Ja. Oh. Oh, wie süß ein Schnabel kuschelt hier. Tonne mit Wasser. Ich spare mir meine Titel. Okay, kann man nichts machen. Ich spare mir. Okay, wir können ja echt nichts machen. Niente. Ja, das wäre. Aber solange niemand. Ein Kaugummi. Da steht ja gar keine Geschmack. Stattdessen ist hier eine Tann mit Hut und Stock. Lecker. Voll. Ich heb mir den Rest viel später. Gekautes Kaugummi. Was können wir jetzt mit dem machen? Mal weiterschauen. Noch eine Klappe. Und hier ist ein Mosaikstein.
Eine Lampe. Das einzige Licht.